blutige Bisse, Klauenangriffe, vertikale Schweifhiebe. Heute spielen wir den Torvosaurus. Wie winzig wir sind. Oh, die Stimme ist schon ganz schön tief. Aber wir müssen jetzt erstmal auf jeden Fall wachsen. Ich glaube, es wird auch gleich Nacht. Aber das ist ja an sich für uns gar nicht schlecht, weil dann werden wir schlechter gesehen. Ich mache jetzt erstmal ein paar Missionen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, da vorne kämpft was. Dem gerade was erlegt. Das sind sogar Torvos, oder? Vielleicht adoptieren die mich ja. Krieg auf jeden Fall Essen von denen. Und auch eine hier eine Gruppeneinladung. Das ist ja cool. Das heißt, wir haben direkt einen Rudel gefunden. Was haben die denn hier überhaupt erlegt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann es leider nicht zuordnen. Ah, das ist echt cool. Jetzt haben wir sozusagen Pflegeeltern gefunden. Ich bin leider noch nicht hungrig, deswegen kann ich noch nichts von dem Fleisch essen. Der eine muss sich leider ausloggen, der da oben ist. Das heißt, wir sind jetzt nur noch zu zweit. Wir wandern jetzt durch den Regen gemeinsam Richtung ausgetrockneten See. Denn das ist meine Mission. Aber vorher würde ich gerne noch hier vorne was trinken. In dem Wasser. Ich hoffe, das ist sicher hier. Wir werden es rausfinden. Oh, wir sind schon wieder voll. Perfekt. Mein Begleiter heißt übrigens Mr. Tom. Der greift da irgendwas an. Ich sammle hier entspannt meine Tigernüsse. Gegen was kämpft der denn da? Oh, gegen einen kleinen Eotriceratops, glaube ich. Na, da kann ich ihm nicht groß helfen. Aber das schafft Mr. Tom hoffentlich. Sehr schön, da hat er ihn. Dann wollen wir mal essen. Oh, da unten sind Crocs. Da muss ich aber aufpassen. Versteck mich mal lieber. Das sieht nicht gut aus. Er hat schon echt viel Leben verloren. Es sind zwei Capros. Aber ich kann halt nicht wirklich helfen. Ich bin halt noch super schwach. Er muss tatsächlich nur einen von den beiden erlegen, weil auf dem Server endet dann der Kampf, sobald ein Tier down ist. Deswegen habe ich auch nicht mitgefightet, weil sonst hätten die mich gefokust. Und dann wäre der Kampf halt vorbei, sobald ich down bin. Aber ich glaube, das war's mit meinem Begleiter. Nein, Mr. Tom. Es war wirklich schön mit dir. Ja, da ist er down. Oh, so ein Mist. Oh, oh. Die sehen mich nicht.
Gott sei Dank, die gehen vorbei. Ich muss aber dringend was trinken. Da ist er wieder. Gott sei Dank. Oh, perfekt. Hier haben wir nochmal was zu essen. Mal gucken, ob er auch gleich was essen kommt. Ich glaube, er lässt mich erstmal futtern. Voll lieb von Tom. Oh, es ist alles weg. Oh nein. Ich bin echt sehr hungrig. Tut mir leid, Tom. Ja, der Mr. Tom hat jetzt mit mir ganz viele Missionen hier gemacht und der hat mir das auch alles gezeigt. Also das ging echt schnell mit dem. Wir sind jetzt fast ganz ausgewachsen. Also ja, fast ganz am Ende und ich habe auch alle Fähigkeiten schon gelernt. Die Fähigkeiten, die wir aktiv einsetzen können, das ist einmal ein Biss. Dann haben wir noch ein Biss mit höherem Cooldown. Der kann Stamina von den Gegnern entziehen. Dann haben wir einen Knockback-Schlag. Und ein Schweifhieb. Oh, das war falsch. Schweifhieb ist hier. So einen senkrechten. Und dann haben wir noch einen Schrei, mit dem wir stärker werden. Ja, leider leckt der Server gerade sehr, sehr stark. Deswegen können wir gerade nicht wirklich kämpfen. Das meine ich. Also so können wir halt nicht kämpfen, wenn sich alle hin und her teleportieren. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt nochmal auf einen Server-Restart oder so warten. Oh Gott, es laggt halt total leider. Ach du Schande. Hä? Jetzt habe ich meinen Mate getroffen. Ja, guck mal, der laggt halt jetzt wieder. Ich treffe ihn halt so auch nicht. Ach, hier neben mir. Ich glaube, jetzt habe ich ihn sogar gehittet. Auf einmal ist er hier in mir drin. Hä, ich check halt nichts. Es ist absolut verwirrend. Ich glaube, wir sollten gehen. Das hat keinen Sinn so. Ja, leider bin ich jetzt wieder ganz auf mich allein gestellt. Durch die ganzen Lags haben wir unseren Kumpel verloren. Deswegen habe ich jetzt auch noch mal ein paar andere Attacken gelernt. Und ich kann jetzt Insekten essen. Dadurch kriege ich auch noch mal 20% mehr Stamina und gehe 20% schneller. Aber dafür kriege ich schneller wieder Hunger. Das ist der Nachteil daran an dieser Diät. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ich denke, so Insektenhügel findet man häufiger. Und ich kann jetzt mit meinem zweiten Biss nicht mehr Stamina dem Gegner entziehen, sondern Blutungsschaden machen. Und mit der Clown-Attacke kann ich den Blutungsschaden erhöhen. Also den aktuellen Blutungsschaden, den das Ziel hat, kann ich nochmal um 25% erhöhen mit der Clown-Attacke. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Halt noch unsere Diät. Deswegen suche ich jetzt hier nochmal ein paar Ameisenhügel. Da sind auch schon welche. Ja, und ansonsten müssen wir halt jetzt ganz alleine kämpfen. Das ist echt schade. Zu zweit wäre das wahrscheinlich wesentlich einfacher gewesen. Oh, guck mal, wir können jetzt sogar Tigernüsse essen. Das ist ja entspannt. Das gehört auch zu unserer Diät. Insekten und Nüsse und auch Fische können wir essen. Aber ich glaube, an Fische kommen wir nicht wirklich ran. Aber hier auf der Wiese gibt es auf jeden Fall reichlich von den Tigernüssen. Das ist auch ein Torvo, oder? Oh, der greift mich an. Oha. Ist jetzt aber gemein. Damit habe ich nicht gerechnet. Auf jeden Fall jetzt den Nachteil. Wir müssen irgendwie hinter ihn kommen.
Ja, er trifft uns halt am Schweif. Ah, Mist. Ach, ich habe ihn nicht getroffen mit dem Schweifhieb. Ich glaube, das ist unser Ende. Es kann übrigens gut sein, dass der gerade den Dreier-Call gemacht hat. Weil irgendeinen Call hat der gemacht. Ich habe nicht ganz genau drauf geachtet, muss ich sagen. Und der sieht jetzt auch nicht so krass böse aus, ne? Und der ist so kurz. Vielleicht habe ich das deswegen nicht so als Bedrohung wahrgenommen. Ich war halt gerade gar nicht im Kampfmodus und wurde völlig überrascht davon. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass der Schweifhieb sehr hohen Cooldown hat. Nämlich 4 Sekunden. Ich wollte nämlich vor ihm herlaufen und ihm die ganze Zeit Schweifhiebe geben, aber durch den hohen Cooldown hat diese Taktik nicht so gut geklappt. Naja, das haben wir jetzt wenigstens daraus gelernt. Es ist der neue Vogel. Den muss ich auch noch unbedingt spielen. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Irgendwas mit R. Komm, hefte dich mal an mich ran. Du kleiner Racker. Das Problem an dem ist, der kann halt keinen Schaden machen. Das ist eher so ein Support. Der kann halt, glaube ich, Blutung verstärken und sowas. Die Urzeitmöwe. Na, vielleicht können wir den mal gemeinsam im Livestream spielen oder so. Das wäre, glaube ich, ganz nice. Das könnte funktionieren. Dann einfach ganz viele von denen und vielleicht einen großen Fleischfresser, den wir supporten oder so. Oh, von hinten kommt was. Weiß nicht, was das für einer ist. Sollen wir mal versuchen, gegen den zu kämpfen? Er kommt auf uns zu. Ich renne erstmal weg. Weiß nicht, ob ich irgendwie hinter ihn kommen kann, muss ich sagen. Vielleicht werden wir ein paar Kurven oder so laufen. Ich weiß es nicht. Er hat uns einmal getroffen. Wir gehen jetzt aber auch. Oh, was war das denn für ein Biss? Das war ja interessant. Boah, der hat richtig viel Schaden gemacht. Guckt mal. Na, guck mal, er blutet immer noch. Ist alles in Ordnung. Solange er blutet, geht's uns gut. Guck mal, wir sind auch schon wieder geheilt. Ich versuche mal seine Ability zu baiten. Haben wir gut geschafft. Kann sich so um 180 Grad drehen anscheinend. Versuche nochmal zu baiten. Der tut ganz schön weh. Oh, ich habe mich verdrückt. Wir lassen ihn erstmal wieder ein bisschen bluten. Jetzt blutet er nicht mehr. Der macht uns echt viel Schaden. Er hat uns aber auch am Kopf erwischt. Guckt euch mal die blutige Wunde an, die wir haben. Egal, 7 Sekunden und wir recken wieder. Vielleicht kann ich ihn auch vorne treffen, wenn er nach hinten das macht. Das wäre mal eine Überlegung wert. Ich teste es mal.
Oh ne, es war ein Fehler. Oh Gott, wir müssen rennen. Wir haben 1 HP. Ja, krass. Aber er kann auch direkt nach seiner Attacke wieder zuhauen. Das ist echt ärgerlich. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was das für einer ist. Und wie man am besten gegen den kämpft. Weil ich habe da jetzt gerade irgendwie noch keine Situation gefunden, wie ich ihn hätte gut attackieren können, ohne Schaden zu kriegen. Weil ich habe irgendwie auch immer mitkassiert, selbst wenn ich seine Ability da rausgebaitet habe. Oh, da vorne sitzt irgendwas auf dem Stein. Boah, das ist was zu Großes, oder? Ich glaube, das ist ein Rex oder so. Wir greifen ihn trotzdem an. Oh Gott, ich habe Angst. Ich will doch nicht mehr. Ich habe es mir anders überlegt. Jetzt kommt der wieder an, oder was? Ich glaube, der will sich jetzt von hinten ansneaken. Na, ich bin halt langsamer als der. Na, der will halt nicht richtig kämpfen. Der will mich nur baiten. Habe ich ihn getroffen. Schön mit Precise Movement. Das ist doch auch ein Tor, oder? Meint ihr, der ist friedlich? Vielleicht können wir uns mit dem anfreunden. Oh cool, jetzt sind wir nicht mehr alleine. Sollen wir mal versuchen, Flugsaurier zu erlegen? Oh, wir haben ihn sogar erwischt. Sehr gut. Na du Kleiner. Sammelst du schön Pilze? Du süßer kleiner Stego. Sammel ruhig deine Pilze. Oh, da kommt ein fieser Flieger. Ich glaube, der will uns angreifen. Das ist bestimmt der, den wir vorhin gekillt haben. Übrigens, dieser Vogel nervt uns jetzt die ganze Zeit, weil wir den vorhin gekillt haben. Fliegt uns immer hinterher und gackert die ganze Zeit. Der ist disconnected. Oh. Tja, Vogel. Wenn du dich nervst, kriegst du auf den Sack. Der hat halt richtig Angst vor mir. Ah ja. Ein fliegender Riesenfisch. Wie witzig, der den einfach rumschleppen kann. Der ist einfach dreimal so groß wie er. Ich kann sogar Fisch fressen. Das gehört zu meiner Diät. Dankeschön. Oh, guck mal, jetzt habe ich sogar so einen Fischbuff da. Den kriege ich gar nicht, wenn ich Insekten oder sowas esse. Dafür 2 Minuten. Das ist echt gut. Nehmen wir mal mit den Fisch. Ah, da ist wieder mein kleiner Freund. Willst du ihn wieder haben? Na du Kleiner. Ah, er nimmt wieder seinen Fisch mit. Dankeschön, es war auf jeden Fall sehr lecker. Oh, er hat ihn einfach runtergeschluckt. Okay. Gar kein Problem. Meint ihr, ich kann gegen einen Amaga kämpfen? Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau, was der kann.
Aber ich glaube, diese Unterart, die der spielt, die macht auf jeden Fall Blutungsschaden, wenn ich den berühre. Na, wir könnten es ausprobieren, ne? Let's go. Okay, der kann auf jeden Fall einen Stampfer. Und einen Schweifhieb. Und der ist ganz schön flink. Ja, wir gucken uns erstmal die Attacken an, die der kann. Kopfstoß kann er auch. Okay, damit trifft er mich auch. Aber macht nicht so viel Schaden, der Kopfstoß. Ich würde gerne den Stampfer baiten. Aua. Autsch. Stimmt, der Rückstoß. Der kann sich auch echt schnell drehen, ne? Wahnsinn. Da haben wir ihn auch zum Bluten gebracht. Auch nochmal einen Schweifhieb gegeben. Also schlecht ist der Trade jetzt nicht für uns, ne? Wenn wir da vorne in den Kopf reinrennen. Weil wir bluten nicht. Er blutet halt. Wir müssen halt aufpassen, dass er uns nicht mit dem Stampfer erwischt. Okay, wir haben ihm auch wieder einen Schweifhieb und einen Biss gegeben. Jetzt bluten wir aber selber auch, aber nicht so stark wie er. Hoffe ich zumindest mal. Dann dürfen wir uns nicht bewegen. Wegen der Blutung. Er bewegt sich gerade auch nicht. Bei der Stampfer. Autsch. Die bluten auch wieder. Wegen den Stacheln. Wir müssen geduldig spielen. Ich hoffe einfach mal, dass unser Blutungsschaden besser ist. Autsch. Der ist halt echt wendig, ne? Das ist Wahnsinn. Wie schnell er mir so einen Schweifhieb geben kann. Er blutet nicht mehr. Wir müssen ihn jetzt treffen. Hat leider nicht geklappt. Er will uns jetzt immer den Schweif zuwenden. Okay, wir haben ihn aber auch erwischt. Aber mittlerweile haben wir auch schon ordentlich Schaden kassiert. Das Problem ist, ich kann ihn halt nicht hitten, ohne dass er mich trifft. Und ich glaube, lange kann ich das nicht mehr tanken. Und er bleibt halt einfach stehen, ne? Dadurch kriegt er nicht so viel Blutungsschaden oder fast gar keinen. Der rennt mir ja nicht wirklich hinterher. Ich kann aber auch null einschätzen, wie viel Schaden ich ihm schon gemacht habe. Ja, Mist. Versuche ihn gerade mal mit einer anderen Taktik zu treffen. Vielleicht mit einem Schweifhieb. Weil ich glaube, der Trade ist ganz gut für mich. Weil ich glaube, mein Schweifhieb macht mehr Schaden als seine Kopfnuss. Wir sehen jetzt ja auch schon Schaden an seinem Kopf. Ich würde gerne nochmal einen Blutbiss landen. Aber der muss vorne in den Hals. Das ist echt schwierig gerade. Okay, wir haben uns beide gegenseitig gehittet. Jetzt vorne in den Kopf. Oh, wir sind jetzt aber auch low und wir bluten. Er blutet aber auch wieder. Nicht bewegen jetzt. Ich habe kaum noch Leben. Der ist fies stachelig. Ich versuche ihn mal in Bewegung zu halten, weil er noch blutet. Okay.
Da haben wir wieder Schweifhieb gegen Kopfhieb getradet. Aber ich glaube, das wird nichts. Wir haben zu wenig Leben dafür. Wir sind nicht tanky genug. Ah, Mist. Der hat das mit einem Stampfer versucht. Oh Gott, da war ich gerade kurz abgelenkt wegen den Steps neben mir. Aber die dürfen mich gar nicht angreifen. Ich blute halt jetzt. Den Schweifhieb zu treffen gegen den ist echt schwer. Wenn ich nicht so wenig Leben hätte. Aber der Stampfer ist echt mickrig von ihm. Das muss man sagen. Aber er healt halt jetzt auch. Ich meine, ich heale auch, aber ich glaube, ihm bringt das mehr. Na, ich kann halt nicht nochmal einen Biss traden, glaube ich. Das lohnt sich einfach nicht. Jetzt wird das Wetter auch noch schlecht. Ich glaube, der Fight ist auch leider ohne Ergebnis vorbei. Schade. Das soll es jetzt aber auch mit dem Torvosaurus gewesen sein. Leider haben wir jetzt gar nichts mehr erlegt bekommen. Aber ich glaube, zu zweit geht das auch besser. Also vielleicht muss ich mir nochmal irgendwie Blue Suche oder so schnappen und dann mal gemeinsam mit ihm, mit dem Torvo, auf Jagd gehen. Weil an sich mag ich den gerne. Der spielt sich sehr, sehr cool. Der ist auch relativ schnell, ganz gut beweglich. Also gefällt mir auf jeden Fall gut. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert gerne den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.